Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Half-Life 2, Episode 2. Ja, wir sind ja jetzt irgendwie durch die Höhle durch und haben uns ein bisschen mit den Ameisenlöwen und Säurelöwen angelegt, wie sie heißen. Die Uhr zeigt aus. Und wir wollen jetzt immer noch Alex retten. Dafür brauchen wir noch den Nektar. Nö. Autsch. Wird nicht einfach sein. Sag's mir jetzt. Wo ein Wächter ist, sind Larvenhaufen garantiert nicht weit. Sie werden meist in der Nähe der Jungen postiert. Na ja. Danke zu wissen. Das. Sind sonst noch welche? Nee. Aber die ganze gehen wir bis gerade weg. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ich muss nur wissen, wie ich gleich den Wächter kaputt krieg. Der ist wichtiger. Heißt. Dieser Schacht führt hoch zum Raum, wo die meinen Alex Vance versorgen. Ah! Yay! Auf diese Weise könnten wir ihnen das Extrakt schnell bringen, vorausgesetzt, wir reparieren den Fahrstuhl. Gut, Freeman. Wenn er den unteren Raum erreicht, muss er einen Weg finden, mich zu holen. Ah! Nein. Nicht vergessen, der Wächter darf nicht sterben, sonst ist das Extrakt dahin. Hä? Yeah, it's glad. Der Wächter darf nicht sterben. Gut gesagt, Vodigont. Ich denke mal, ich speichere mal eher ab, bevor irgendwas passiert. Puh. Ah, da geht's weiter. Luft. Wow. Thank you.
Ja. Yeah. Ist aber ekelhaft. Ja. Sehr schlau von mir. Der Wächter ist nicht so angetan davon. Ich hab festgeklemmt. Die Waffe brauche ich. Ich krieg das nicht. Warning. Ich höre einen Schatten. Ich darf ihn ja nicht töten. Boah, ey. Ich krieg Angst, wenn ich da reingehe. Aber tierisch, ey. Ich muss da lang, glaube ich. Boah, ey.
Hier war schon. Da bin ich schon. Oh mein nö. Ich darf ihn nicht töten, aber ich muss ihn irgendwie. Was passiert eigentlich, wenn ich ihn. So, schöne. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Wieso habe ich so riesen Schiss von dem Vieh? Puh. Wow, ich habe gut Gänsehaut bekommen. Vor allem ein Schuss. Ernsthaft. War ich denn schon? Nee. Und das ist das Problem hier in der Höhle. Man verläuft sich einfach mal. Und da kam ich. Go. Ich spüre Dr. Freeman tief unten. Ja, Mordigon. Aktiviere ja den Fahrstuhl, damit es weitergeht. Hab ich doch gerade. Wow. Wo kommst du jetzt her? Okay. Das war was. Nö. Ist das Zahnrad? Vielleicht passt das. Ich finde der Zahnrad. Nein, 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 nein. Thank you.
Na toll, wo ist jetzt das Zahnrad? Wo hat er das Zahnrad hingeschmissen? Boah, da haben wir Stoff. Also. Hat schon selbst reingesetzt. Ich fahre hinab. Ich sehe es. Noch einen Moment, Freeman, auf dass wir gemeinsam gehen. Hoff ich mal. Dr. Freeman hat diese Aufgabe hervorragend erfüllt. Der Duft reifer Vollkommenheit lockt. Mir nach, Freeman. Ich will die Quelle sichern. Er hat das Schwester vollbracht. Den Zutritt zu diesem Raum. Das Leben von Alex Vance liegt in fähigen Händen. Na komm, du willst mir den Weg zeigen, also komm mit. Ja, Moment. Ich musste erstmal die Larven wegmachen. Auch wenn schon mal irgendwelche. Irgendwo leben noch welche. Egal. Da macht Tor auf. Ausgezeichnet, welch Hort von Larvenextrakt. Ah, ja. Dies sollte nicht lange dauern. Naja. Hey. Ein Sekret bester Qualität. Kehren wir nun zu Alex Vance zurück. Okay. Huh. Wolltest du mich gerade runterschmeißen? Löwen einst als Nutztiere. Vieles kann man von ihnen gewinnen, aber das Extrakt ist das bei weitem wertvollste. Ah, es ja. Zerreißt die falschen Schleier, die die Wortessenz teilen. All dies soll er sehen, wenn... Wir schaffen jetzt Alex wieder zu retten. Ich glaube, seht ihr mal in der nächsten Folge. Bis dann wieder. Tschüss.